Naja, lassen wir uns überraschen. So, also man hört uns schon, man sieht uns noch nicht, aber hören kann man uns. Das ist total beruhigend. Aber das Schöne ist, dass es ja auf ewig dann im Internet ist. Ja, das ist, auch wenn ich was auf Facebook poste, ist es ewig im Internet. Das ist so. Ja, das Internet Internet vergisst nichts. vergisst nichts. So, liebe Zuschauenden zu Hause und wo immer ihr seid, live oder irgendwann mal, weil das Internet nichts vergisst. Mein heutiger Gast heißt Thomas Hanser, kommt aus Calw und kandidiert zum Landtag für den Wahlkreis Kehl im Ortenaukreis. Genau. Ortenaukreis, wer nicht so gut in Geografie ist, das ist da unten, wo der Europapark ist. Deutschlands größter Freizeitpark, aber das nur am Rande. Ich freue mich, dass du hier bist. Wir unterhalten uns heute über den Rechtsstaat und ob er möglicherweise ein rechter Staat ist oder ein Rechtsanwaltsstaat. Wir werden sehen. Schön ist auch irgendwie, dieses Wochenende haben wir ganz viele aus deiner Umgebung und Nachbarschaft. Gestern war Richard Peterle da, aus Böblingen, was Nachbarwahlkreis oder Landkreis ist. Rechtsanwalt, deswegen kam ich drauf und es ging um Steuern und wie er damals die Cum-Ex-Geschäfte aufgedeckt hat. Morgen Abend ist der Kandidat aus Calw da, der auch in Calw kandidiert, mit dem Thema vegane Ernährung. Aber jetzt, wie gesagt, der Kandidat aus Kehl und mit dem Thema Rechtsstaat oder rechter Staat. Möchtest du noch kurz was zu dir sagen? Du hast eigentlich schon alles gesagt. Ich bin Thomas Hanser, ich bin 30 Jahre alt, arbeite als Monteur für technische Gase und ja, ich darf im Kehl für den Landtag kandidieren, ja. Schön. Du hast dir das Thema ausgesucht. Warum? Weil es ja immer häufiger vorkommt, dass rechte Netzwerke in Staatsapparaten aufgedeckt werden und dass es Medienberichte darüber gibt. Gleichzeitig werden aber die Befugnisse für die Polizei oder für die Geheimdienste ausgeweitet. Und das alles, obwohl es ja auch schon international, ich sag mal, also internationale, Überwachung. nein, also Vorschläge gibt, zum Beispiel vom UNHCR, also dem Menschenrechtsrat, die empfehlen zum Beispiel Deutschland, dass man unabhängige Ermittlungsbehörden aufbaut, die bei Verdacht auf polizeiliches Fehlverhalten ermitteln. Zum Beispiel unabhängige Staatsanwaltschaften gibt es auch nicht. Die sind von den, also die Justizminister der Länder oder der Bundesjustizminister, die sind weisungsbefugt über die Staatsanwälte. Da gibt es auch ein EuGH-Urteil, dass deutsche Staatsanwälte keinen europäischen Haftbefehl erlassen dürfen zum Beispiel. Und anstatt da was dann zu machen und sozusagen die Rechtsstaatlichkeit dann herzustellen, belässt man es einfach so und die Richter stellen halt die Haftbefehle aus. Und das in einem Bundesland, das innerhalb von 5 Jahren, sprich von einer Wahlperiode, das Polizeiaufgabengesetz zweimal novelliert und verschärft hat, ne? Ja, genau. Und da muss man ja auch die Vorgeschichte kennen. Die Grünen sind ja damals in den Landtag gezogen, wo diese Stuttgart 21-Geschichte war. Also diese Demonstration, die angemeldet war, die legal war und die dann brutal von der Polizei niedergeknüppelt worden ist. Also die Bilder kennt ja jeder mit dem blinden Mann, mit dem Wasserwerfer blind geschossen worden ist. Wir Da hat ja die reden Grünen. vom Schwarzen Donnerstag, Genau. 30. September 2010, morgens Schülerdemo, die sich dann unerlaubt in den Stuttgarter Schlossgarten entfernt hat. Dort hat die Polizei schon aufgebaut gehabt mit Absperrgittern und so weiter oder war dran, weil sie die Bäume fällen wollten. Und dann kam es zu Eskalationen, wo letztendlich dann Dietrich Wagner sein Augenlicht verloren hat, weil ein Wasserwerfer ihm ins Gesicht sprühte. Ja, und das sieht man ja auch. Die Polizisten, die wurden meiner Meinung nach, also meiner Rechtsauffassung nach, nicht wirklich bestraft für das, was sie gemacht haben. Die sollen ja uns beschützen und die haben ja genau das Gegenteil gemacht.
Und da war ja auch ein Staatsanwalt da. Der hätte ja sagen können, halt stopp, hier hört's auf. Aber er hat weitermachen lassen. Und ja, also wenn man sowas einfach bedenkt, dass da, also die Grünen haben ja dann auch groß versprochen, sind ja mit dem Wahlkampf, Thema war ja auch ein großes Versprechen, dass es eine Kennzeichnungspflicht für Polizisten gibt. Nicht mal das haben die durchgebracht. Also es gibt zwar eine unabhängige Beschwerdestelle seit 2016, ich glaube Februar oder Mai 2016, das ist aber ein Papiertiger. Also der hat keine Befugnisse zu ermitteln oder der darf zwar Akteneinsicht verlangen vom Innenminister oder vom Staatsanwalt, ob das dann wirklich passiert, hat aber nicht er zu entscheiden. Seit NSU weiß man ja auch, was mit Akten im Zweifelsfall passieren kann in diesem Lande. Ja, und dann, ja, da gibt es einfach so viele Sachen, die man wegen kennt. Zum Beispiel das nächste, Bodycam. Also die Polizei darf Bilder machen und Tonaufnahmen. Und, das ist nämlich die Sache, die Polizei bewahrt ja dann auch die Bilder und die Tonaufnahmen auf. Und was nicht strafrechtlich relevant ist, muss sie löschen. Nur wer entscheidet denn, was strafrechtlich nicht relevant ist? Die Polizei selber. Deswegen verschwinden dann auch immer wieder Ton- und Bildaufnahmen, auf denen die Polizei nicht rechtsmäßig handelt. Und das Beispiel in Frankfurt, wo dann zufälligerweise der Akku leer war, ja. Da gibt's, und ja, so ein Vorgehen, das macht ja auch das Vertrauen in die Polizei kaputt. Und wir wollen ja eigentlich alle, dass wenn man die Polizei holt, dass man der vertrauen kann. Man will ja eigentlich in dem Vertrauen leben, dass die Polizei der Gute ist. So ist es aber leider nicht. Weil die Polizisten wissen, okay, wenn ich was mache, meine Kollegen decken mich, es gibt keine unabhängige Ermittlungsbehörde. Der Staatsanwalt steht auch auf meiner Seite. 98% aller Ermittlungsverfahren gegen Polizisten werden eingestellt. Die kommen nicht mal zur Anklage. Und diese ganzen Probleme hätte man nicht mit einer unabhängigen Ermittlungsbehörde. Mit Tobias Pflüger, als er mein Gast war, haben wir erörtert, dass es auch sowas wie ein Aussteigerprogramm möglicherweise gäbe. Du hast gerade gesagt, meine Kolleginnen decken mich. Und für die Kolleginnen, die das vielleicht nicht unbedingt decken wollen, wird es natürlich einigermaßen, ich will nicht sagen, gefährlich, wie im Fall von Michelle Kiesewetter. Aber es ist natürlich, was das Zusammenarbeiten betrifft, sicherlich nicht total angenehm, wenn du jetzt irgendwas ausgefressen hast und ich vor der Wahl stehe, es zu decken oder mich unbeliebt zu machen im Kollegenkreis. Man ist ja auch aufeinander angewiesen. Das ist schwierig. Nichtsdestotrotz wollen wir als die Linke natürlich genau die Uniformierten unterstützen, die die Sachen nicht mittragen wollen, sondern dem Rechtsstaat dienen. Ja, das ist nämlich dann das nächste Problem. Ein ehrlicher, guter Polizist, so wie er sein sollte, der hat es dann natürlich dann auch schwer gegen seine Kollegen vorzugehen, wenn er keine unabhängige Anlaufstelle hat. Das ist natürlich die nächste Sache. Das wird dann natürlich den ehrlichen, hart arbeitenden Polizistinnen und Polizisten schwer gemacht, unnötig schwer gemacht, da ihren Job richtig zu machen. Zumal sie ja vom Image her und in der Außenwirkung ohnehin nicht sonderlich gut dastehen als Polizei. Ja. Meine, bei Stuttgart 21 an besagtem 30. September, das waren ja jetzt nicht unbedingt die Baden-Württembergischen, die da vom Leder zogen, sondern eher die aus Hessen und Berlin, die man extra deswegen angekarrt hatte. Das ist so das nächste Problem, dass man ja dann bei Fußballspielen, Demonstrationen und so weiter eigentlich auch oft immer wieder die gleichen sieht, die dann beritten durch die Gegend ja, reiten, ziehen, marodieren, wie auch immer, und die zum Teil schon einen dementsprechenden Ruf genießen. Ja, vor allem ist ja auch das Problem, wenn du immer die gleichen Polizisten einsetzt und die immer wieder die aufs gleiche Milieu treffen, dass es dann Vorurteile gegenüber dieses Milieu gibt, weil sie da eben auch, die Polizei ist ja immer in ziemlichen Extremsituationen. So. Also die Polizei kommt ja nicht so vorbei. Also die Polizei hat ja einen Sinn, und zwar für Ordnung zu sorgen. Und deswegen ist sie ja dann auch tätig oft in Extremsituationen.
Und wenn sie eben nur in diesen Extremsituationen zu dieser Klientel Kontakt hat, dann ist natürlich auch logisch und auch menschlich nachvollziehbar, dass sie dann gegen dieses Klientel eine Abneigung entwickeln oder Vorurteile. Und deswegen, also zum Beispiel, ich fordere auch, dass vor allem auch um so einen Korpsgeist entgegenzuwirken, dass einfach alle 3 Jahre die Schichten und die Teams wechseln, also dass da eine Rotation drin ist. Dann gäbe es auch kein so ein Netzwerk und man hätte sich gegenseitig nicht unbedingt auf Gedeih und Verderb an der Backe. So. Chorgeist hast du angesprochen, du kommst aus Calw. Da gibt es ja nochmal eine andere Fabrikation von Menschen, die uniformiert sind und die auch auf Chorgeist angewiesen sind. Berühmt-berüchtigter KSK, Das ist natürlich bei uns in Calw. Das ist so, also mein Eindruck ist, dass man da eigentlich, also ich höre da jetzt nie so öffentlich großartig was über die KSK. Jeder weiß natürlich in Calw, dass die bei uns stationiert ist, aber so, zum Beispiel haben wir diverse Medien ja auch bei uns in Calw, ich möchte da jetzt nicht irgendeine nennen, um da was zu sagen, aber da wird auch relativ wenig berichtet, meines Erachtens nach, was da oben eigentlich da vor sich geht in der Kaserne. Und man muss ja überlegen, das sind ja nicht irgendwelche Soldaten, das sind ja absolute Profis. Die sind ja, top ausgebildet. Also das hat ja einen Grund, warum die beim KSK sind. Und schon alleine einer, der, ich nenne das Kind jetzt mal beim Namen, der ein Rechtsterrorist ist, ist doch eine Gefahr für uns alle. Also, dass man dann da so lapidar davor geht und sagt, ja, gebt mal eure Munition zurück und euch passiert nichts. So, bei einer Eliteeinheit, ja, also. Ja, so, und dann Waffen und Munition zurückgegeben werden, die überhaupt nicht vermisst wurden. Das ist ja der eigentliche Skandal an der Geschichte. Genau, es ist ja dann mehr Munition aufgetaucht, die als vermisst worden ist, ja. Und also, da frage ich mich auch, also, da möchte ich jetzt schon mal die Saskia Esken erwähnen, die ja SPD-Vorsitzende ist, ja. Die ist ja, kommt ja bei uns aus dem Wahlkreis und von der hört man da auch sehr wenig. Und alle, die gegen Kriegs- und Auslandseinsätze sind, euch kann ich mal empfehlen, schaut mal die Seite Abgeordnetenwatch an. Da könnt ihr nämlich auch sehen, dass die Frau Esken, soweit ich weiß, soweit ich es noch in Erinnerung habe, zu jedem Bundeswehr-Auslandseinsatz zugestimmt hat. Also wenn das mal interessiert, die Seite kann ich nur empfehlen. Gut, ich meine, die SPD hat, glaube ich, seit 1998 jedem Auslandseinsatz zugestimmt. Von daher ist sie nur eine von vielen, zusammen mit den Grünen und einer Blut-, Schweiß- und Tränen-Rede unseres damaligen Außenministers, Wodka Fischer, der ja letztendlich gesagt hat, dass, lassen wir das. Aber Auslandseinsätze wurden uns von Rot-Grün und vor allem von Grün beschert. Und jetzt beim Grünen Bundesparteitag haben sie uns ja eigentlich auf noch mehr Auslandseinsätze eingestimmt. Auch ohne UN-Mandat. Und das ist, da frage ich mich, hat man denn aus der Geschichte nichts gelernt? Also, die SPD hat ja schon damals diesen Kriegskrediten zugestimmt vor dem Ersten Weltkrieg. Ist es das gleiche Spiel mit den Grünen, die sagen, ja, Auslandseinsätze ohne UN-Mandat, ja, das wird schon irgendwie gehen, so. Und das nächste ist ja, also, wer ist denn heutzutage noch so naiv und glaubt denn, dass die Kriege da unten stattfinden, um den Terrorismus zu bekämpfen oder Freiheit und Demokratie zu bringen? Die SPD und die Grünen? Ja, aber dann frage ich mich, ob man denn solche naiven Parteien wählen sollte. Also, jetzt mal von diesen, es gibt ja natürlich immer diese Ausnahmen, wie jetzt beim KSK, dass da, aber der Großteil der Soldaten, die sind ja aus Überzeugung da, die sind ja bereit für unsere Werte, Demokratie und Frieden zu sterben. Das ist ja so. Und die Politiker wissen doch, dass es da nicht um Frieden und Demokratie geht. Wie kann man so kalt sein und da junge Leute hinschicken, die bereit sind, alles zu geben und da das Leben von denen zu opfern. Das verstehe ich nicht, also wie man da so kalt sein kann, so berechnend, so, dass man da, ja,
das sind ja, das ist ja das Nächste. Die Soldaten werden ja schon in der Schule angelockt. Und es ist ja laut Landesverfassung auch gar nicht erlaubt. Da steht ja drin, dass alle Jugendlichen zur Friedensliebe und Verständigung der Völker erzogen werden sollen. Und dass man dann da Minderjährige schon in den Schulen anwirbt, um zur Bundeswehr zu kommen. Ja. So, und das ist ja dann, und das wird ja auch in den Filmen immer so dargestellt, dass sie die Helden sind und so. Deswegen kann ich das auch nachvollziehen, dass junge Männer und Frauen zur Bundeswehr wollen, weil sie ja eben glauben, die kämpfen dann für Frieden und Demokratie. Die Sache ist halt aber, dass es da um Machtinteressen geht, um Ressourcen und strategisch wichtige Stützpunkte. Und ja, ich, also. Und schlussendlich um unsere Wirtschaft und die Versorgung mit Rohstoffen. Ja. Mein Afghanistan hat Lithiumvorkommen, die zum Beispiel von den Amerikanern gut und gerne abgebaut werden und die man ja auch dringend für unsere E-Mobility benötigt. So, jetzt haben wir ganz viel beschrieben, was ist, was wir nicht wollen. Aber die Frage wäre ja auch, was willst du? Also wie soll ein Rechtsstaat aussehen, der kein rechter Staat ist? Also es muss auf jeden Fall transparent sein. Also wenn irgendwie der Verdacht besteht, dass was nicht richtig läuft, dann kann es nicht sein, dass Akten verschwinden und dass die Leute, die für die Akten verantwortlich sind, einfach so davonkommen. So, dann ist das Nächste natürlich eine unabhängige Ermittlungsbehörde, die eben bei einem Verdachtsfall unabhängig von der Polizei, also ist dann auch nicht dem Innenministerium untergeordnet, sondern dem Parlament. Mhm. Und das Parlament wählt dann auch die Kommission, die da, die das dann halt organisiert, die dann sagt, der wird eingestellt und so und so wird es halt gemacht. Also eine Führungsebene halt. Dann muss es natürlich dann auch eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft geben, die nicht abhängig ist von polizeilichen Ermittlungen. Also am besten eine Staatsanwaltschaft, die sonst nichts mit der Polizei zu tun hat, sondern nur die Ermittlungen der unabhängigen Ermittlungsbehörde bearbeitet. Dann müssen natürlich noch die Justizminister dürfen natürlich keine Weisungsbefugnis über Staatsanwälte haben. Hm. Also es kann doch nicht sein, dass ein Justizminister zum Staatsanwalt sagt, jetzt musst du aufhören zu ermitteln. So. Das sollte generell nicht sein, denn schließlich haben wir ja neben der Legislative und der Exekutive auch eine Judikative, also eine Dreiteilung, die einen demokratischen Staat ja ein Stück weit ausmacht und die sich gegenseitig nicht unbedingt in die Suppe spucken können dürfen. Genau, und deswegen ist es ja auch so, dass Deutschland so an sich kein lupenreiner Rechtsstaat ist, wenn Justizminister Staatsanwälten Weisungsbefugnis geben dürfen. Und ja, also es hat ja auch das EuGH geurteilt, höchstrichterlich. Ich weiß jetzt nicht, warum man sich an einem Gerichtsurteil so aufhängt und warum man da nicht handelt. Aber ich hoffe, dass ich in den Landtag gewählt werde oder und dass ich das dann in Erfahrung bringen kann, wer denn da so dahinter steckt und warum da nichts gemacht wird. Mhm. Als linken Politiker, der den Rechtsstaat vertritt, das könnte jetzt dem einen oder der anderen Zuschauerin etwas komisch vorkommen, denn eigentlich ist es ja die Linke immer, die gegen den Rechtsstaat ist. Und die mit so komischen Organisationen wie der Antifa und so weiter gemeinsame Sache macht. Und dabei weiß doch jeder, dass die Antifa von der CDU finanziert wird. Kleiner Scherz am Rande. Aber letztendlich, wenn du für den Rechtsstaat eintrittst, macht es dann nicht manchmal, ziehen dann nicht Menschen die Augenbrauen hoch und fragen oder sagen, das passt jetzt aber nicht zu meiner Wahrnehmung, die ich sonst von der Linken habe? Nein, warum? Also das verstehe ich nicht. Ich sag mal so, wir haben ja aus, das muss man, ich sag das immer gerne, das stimmt, die PDS ist die Nachfolgepartei der SED, aber die PDS hat es auch bewusst gemacht, um nämlich ihre Verantwortung, um ihre Verantwortung zu zeigen und aus der Geschichte eben zu lernen. Und wir haben ja auch eine Kommission, die das sehr gut bearbeitet. Da durfte ich auch sehr viel lernen, wie das denn damals in diesem SED-Staat war. Und gerade ja, weil diese
dieser DDR-Staat ein Unrechtsstaat war, ist es ganz wichtig, dass die Linke auch rechtsstaatlich ist. Also das ist für mich überhaupt kein Widerspruch. Vor allem gucken muss, dass für alle das Recht gleich ist und alle gleich behandelt werden. Ja, das ist ja das Gleichheitsprinzip. Jeder ganz ist vor dem Gesetz gleich. Das ist ja für mich Rechtsstaatlichkeit. Mhm. Dann hatten wir es vorhin noch im Vorgespräch zu der heutigen Sendung von deinen musikalischen Neigungen. Und dass Rap eigentlich was sehr Politisches ist und du über die Musik zur Politik gekommen bist. Ja. Ja, da muss man ja sagen, also nur Rap reicht ja nicht, das ist Hip-Hop und Hip-Hop ist eine ganze Kultur und Rap ist nur ein ganz kleiner Baustein darin. Okay. So. Und ja, also ich muss sagen, ich war also auf einer Hauptschule, nicht auf dem Gymnasium, wie viele andere, die für so ein politisches Amt kandidieren. Und bin dann einfach dann schon sehr früh dann mit der Musik in Berührung gekommen. Und am Anfang natürlich so mit 13, 14 Uhr, wahrscheinlich erstmal wegen diesen bösen Wörtern, die so provozieren und so. Dann hörst du es aber auch eine Weile länger. Und dann hörst du natürlich mal einen Politikernamen und dann natürlich auch diese sozialkritischen Sachen. Und hier unten geht es schlecht und denen da oben geht es gut. Und die haben eigentlich diese Verantwortung, warum es uns so schlecht geht. Das kann nicht sein. Also das ist so dieser Hauptgrundsatz bei diesen sozialkritischen Texten, ja. Dann hörst du halt zu Namen, sagen wir jetzt mal Oscar Lafontaine oder irgendein anderer Name, das sagt dir mit 14, 15 nicht so, wenn du dich davor nicht so politisch beschäftigt hast. Und dann googelst du halt natürlich mal die Namen und dann, okay, das ist bei der und der Partei, okay, und deswegen hat er den jetzt den und den so erwähnt und dann, dann interessiert es natürlich einen immer mehr. Dann versteht man natürlich auch die Texte besser, wenn man weiß, worauf er da anspielen will. Und ja, so, also auf jeden Fall, wenn Hip-Hop nicht gewesen wäre, ob ich mich dann so sehr mit Politik und gesellschaftskritischen Themen beschäftigt hätte, ist zu bezweifeln. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache, die mich dazu gebracht hat, zu kandidieren und selber was in die Hand zu nehmen. Die Arbeiterbewegung fing ja im Prinzip vor 200 Jahren schon an, Arbeitnehmenden Bildung zu betreiben, zu gucken, wie kann man die Menschen, die von Montag bis Samstag an der Werkbank stehen oder wo auch immer, ein Bewusstsein geben, zu gucken, was machen sie und wie kriegt man es hin, gemeinsam Interessen zu vertreten. Mhm. Jetzt wäre das quasi eine sehr moderne Art der Arbeitnehmerinnenbildung, wenn du das so schilderst. Ja, auf jeden Fall eine Möglichkeit, politische Tatsachen, also den Ist-Zustand an diese Schichten zu bringen, die sich normalerweise nicht mit Politik beschäftigen, weil sie sich sowieso abgehängt fühlen oder sagen, das bringt sowieso nichts, wenn ich will, also die einfach schon disillusioniert sind, die einfach auch schon die Hoffnung aufgegeben haben, dass sie sich überhaupt mal wieder mit diesen Themen beschäftigen und vor allem auch junge Leute. Ja, natürlich, also es gibt auch meines Wissens nach sonst keine Musikrichtung, ich glaube außer Punkrock vielleicht, die so viele Themen behandeln. Also du kannst ja beim Rap einerseits total politisch sein, du kannst jemanden dissen, also es kommt von Disrespect, also jemanden zeigen, dass du ihn nicht respektierst. Du kannst aber auch einen Liebestrack aufnehmen, also da sind alle Gefühlsmöglichkeiten dabei und vertreten, um seine Meinung und seine Gefühle auszudrücken. Die ist sehr weitläufig, die Musik. Und das Hip-Hop ja auch vom Samplen lebt, ist auch oft viele andere Musikrichtungen dabei. Punkrock, Metal-Samples habe ich auch schon viele gehört oder klassische Samples, so Klaviersamples und sowas. Aber in der Wahrnehmung ist es eher eine eher destruktive Musikrichtung, oder? Ja, ich sag mal so, in den Medien kommt natürlich immer das, was sich gut verkauft, wo sich die Leute drüber aufregen, echauffieren und sind dann natürlich dann
solche Rapper wie zum Beispiel damals Sido, der ja, das ist aber auch wichtig, was zum Rap gehört, zu provozieren, um überhaupt erstmal Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und das ist ja dann natürlich, dass dann die eher in den Medien vorkommen, die hier mal böse Wörter sagen. Ich möchte jetzt die nicht alle nennen. Ich könnte aber. Ja. Wie jetzt jemanden, der sozial kritisch rappt und ohne Schimpfwörter auskommt. Mhm. Das ist ja klar, weil wenn ich in allein 10-mal das H-Wort sage, dann regen sich viel mehr Leute darüber auf, nämlich auch viel mehr eher in den Medien präsent. Das beste Beispiel ist doch die AfD. Die ist ziemlich inhaltslos, die provoziert aber andauernd. Und deswegen ist sie auch in den Medien und in den Medien präsent. Und macht uns das Leben schwer, die wir gerne konstruktiv was machen wollen und die Welt verändern. Ja, und so. Weil das Gegensein einfach einfacher ist. Und so ist es eben auch in der Hip-Hop-Kultur oder in jedem anderen Musikgenre oder. Ja. Ich träume ja immer noch davon, dass es quasi sowas wie eine Doppel-CD oder was auch immer gibt, wo die alten Arbeiter. Rinnenlieder im Original sind und man letztendlich guckt, was könnte man mit anderen Genres hinbekommen, entweder die Texte oder halt die Melodie in modern rüberzubringen und zu gucken vielleicht auch, was haben uns diese alten Lieder heute noch zu sagen. Ja, das habe ich mir auch schon oft überlegt. Also es gibt auch einen Rapper, den ich gerne erwähnen möchte. Disaster heißt er. Der macht sehr linke Musik und der bringt auch hin und wieder Karl-Marx-Zitate. Mhm. Zum Beispiel das Sein bestimmt das Bewusstsein. Also so ganz typische Karl-Marx-Zitate, die jetzt wahrscheinlich nicht jeder Jugendliche kennt. Ja. Aber eben wie gesagt, man hört es und denkt, halt, das hört sich gut an, das ist eine coole Line. Und dann informiert man sich ein bisschen, das kommt von Karl Marx und dann ja. Mhm. Und eben beschäftigt man sich dann eben auch mit Kapitalismuskritik. Also jetzt, es gab von einer anderen Partei zur Bundestagswahl eine Kampagne, die hieß Letztwählerkampagne, weil wenn wir uns angucken, mindestens ein Drittel der Bevölkerung in diesem Land ist schon jenseits der 60, darf aber noch munter wählen, solange irgendwie die zittrige Hand noch ein Kreuzchen hinbekommt. Mhm. Auf der anderen Seite fängt das Wahlalter, auch jetzt bei der Wahl, mit 18 an. Mhm. Findest du das gut oder wärst du eher für eine Wahlalterabsenkung auf 16 Jahre? Oder ja, Kinder also an die auf Macht? Auf jeden Fall. Also die Aktion von der Partei, die ist lustig. Aber ich denke auch im hohen Alter sollte man wählen dürfen. Das ist ja logisch, die leben hier ja auch und haben auch ein berechtigtes Interesse, hier vertreten zu sein im Parlament. Aber ich denke auch, 16-Jährige sollten wählen. Ja klar. Und das hat eben genau zwei Gründe, die ich jetzt mal nennen möchte. Einerseits, wie du gesagt hast, es gibt einen demografischen Wandel, es gibt immer mehr ältere Menschen und immer weniger jüngere. Das heißt, es wird dann auch natürlich eher Politik für die Älteren gemacht. Dem kann man etwas entgegenwirken, indem das Wahlalter abgesenkt wird auf 16. Und der zweite Grund ist, die Jugendlichen müssen in der Zukunft mit den Entscheidungen leben, die heute getroffen werden. Deswegen finde ich auch, sollte man die so früh wie möglich an diesen Entscheidungen teilhaben lassen. Und noch drittens, bei den Kommunalwahlen funktioniert das mit dem Wahlalter ab 16 doch auch ganz gut. Warum dann nicht auch auf Landes- und Bundesebene? Zumal mit Fridays for Future und anderen jungen Menschen, die auch politisch aktiv sind, letztendlich die ja auch bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, schon mit 16. Mhm. Wenn ich da zurückdenke, wie ich mit 15, 16 auf irgendwelchen Demonstrationen war gegen die Verschärfung des Asylrechts, Anfang, Mitte der 90er, da war jetzt meine Altersklasse nicht unbedingt vertreten. Ist es bei Demonstrationen eigentlich heute auch noch nicht. Da ging Politisierung irgendwie fast nahe spurlos an uns vorüber, als Generation jetzt. Das ist heute anders. Empfinde ich zumindest so, was Politisierung betrifft. Und von daher fände ich es auch ein schönes Zeichen zu sagen, okay, ihr wollt euch engagieren, ihr dürft mitwählen und Verantwortung übernehmen. Ja, und ich finde das vor allem auch lächerlich zu behaupten, dass 16-Jährige da keine Entscheidung treffen können. Ich habe schon 16-Jährige getroffen, die waren
politisch weitaus besser informiert wie so manch 65-Jähriger. Mhm. Und man redet ja immer von Altersdiskriminierung, wenn es dann heißt, ab einem gewissen Alter sollte man vielleicht mal prüfen lassen, ob man dennoch fähig ist, ein Auto zu führen. Da redet man von Altersdiskriminierung. Aber wenn man sagt, 16-Jährige sind, ich sag's jetzt mal so salopp, zu dumm zum Wählen, dann ist es in Ordnung, ja. Oder wie? Also. Zumal die ja im Prinzip alle, zumindest mehrheitlich, noch in die Schule gehen. Mhm. Und man ja dann auch im Unterricht sich angucken könnte, wofür steht welche Partei, mhm. Was wollen die eigentlich, was haben deren Forderungen mit dir und deiner Lebenswelt mhm. zu tun. Und es gibt ja schon auch ein Stück weit den Vorwurf, dass man sagt, naja, wer das Wahlalter mit 16 verhindern will, will es deswegen verhindern, weil er für die Altersgruppe ohnehin nicht so viel hat. Das ist ja natürlich ein Argument. Ich müsste da jetzt, also, ja, bei der, ich sag jetzt mal den Namen dieser Partei, CDU, da sehe ich das auf jeden Fall so. Also, ich weiß nicht, wer 21 ist und die CDU will. Ich glaube, der ist in Wirklichkeit schon 69. Und ja, also. Ja, oder fährt aufs Baukindergeld ab. Mhm. Und dass die Erstimmobilie Grunderwerbsteuer befreit sein soll. Darf ich fragen, wie oft du schon eine Erstimmobilie erworben hast? Ach, schon 35 Mal. Also bei mir ist es schon längst abgefahren. Ja. Ja. Aber wie ist es mit Wohnraum im Großraum Calw? Ist es da auch ein Thema, bezahlbarer Wohnraum, oder kommt man noch mhm. relativ günstig an genug Wohnungen ran? Also es ist bei uns schon ein Thema. Also ich habe mit meiner Wohnung sehr Glück, weil ich im Vergleich zu anderen sehr wenig an Miete zahle. Aber doch in Calw ist es schon mittlerweile jetzt schwer, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Und es kommt dann ja noch die Hessebahn dazu, also die Bahnverbindung von Calw nach Stuttgart, die ich auch begrüße. Aber man muss bedenken, dass die Miete dann noch teurer wird und dass Calw keine bzw. nur eine sehr schwache Wohnbaugenossenschaft hat, mhm. die eben Wohnungen anbietet. Das heißt, für all die Stuttgarterinnen wird dann Calw interessant, weil sich der Speckgürtel ausdehnt mhm. und dann findet vielleicht auch sowas wie Gentrifizierung statt, dass die Calver dann nach Nagold ziehen müssen oder mhm. nach Altenstein. Nagold ist ja schon jetzt schon mhm. teurer wie Calw. Mhm. Und ja, also wäre eine Möglichkeit, wenn man da nicht rechtzeitig dagegen wirkt. Mhm. Und ja, also das muss auf jeden Fall, also das ist eine Sache, die thematisiert werden muss, aber ich glaube, die noch zu wenig Anklang findet, weil das im Gemeinderat keine Mehrheiten gibt für eine soziale, für einen sozialen Wohnungsbau, also für eine soziale Genossenschaft, für eine kreiseigene oder gemeindeeigene Wohnbaugenossenschaft, die eben dann Wohnraum anbietet, um Wohnraum anzubieten und nicht um Gewinne zu erwirtschaften. Wer diesbezüglich Anregungen braucht, es gibt eine Folge mit Jörg-Uwe Sanyo zu dem Thema, was eine Kommune machen kann für bezahlbaren Wohnraum, was man gemeinsam machen müsste. Findet ihr auch auf YouTube. Schaut rein, schaut es euch an und lasst auch gerne einen Kommentar da, wenn es euch gefallen hat. Das war der Werbeblock. Mhm. Und du bist ja im Prinzip auch im Stadtrat, Kreistag? Im Bezirksbeirat. Im Bezirksbeirat mhm. aktiv. Das mhm. heißt, ganz viele Themen, die in der Kommune umgetrieben werden, sind auch auf deinem Schreibtisch. Ja, aber Wohnen gehörte bis jetzt leider nicht so sehr dazu, außer hier und da mal ein Grundstücksverkauf. Mhm. Mein Thema, womit ich mich im Bezirksbeirat hauptsächlich beschäftige oder was meine Herzensangelegenheit ist, dass der Jugendtreff dort zugemacht werden soll in Calw-Heumann. Und das sowieso nur zweimal in der Woche und dass man da keinen Raum findet, wo er dann zukünftig stattfinden soll. Damit beschäftige ich mich jetzt zurzeit. Dass der Jugendtreff erhalten bleibt. Ja, genau, am meisten. Mindestens zweimal die Woche. Mhm. Also das Jugendhaus in Calw selber, mhm. das ist also, wenn ich das mit meiner Jugend, also ich sag mal so vor 10, 15 Jahren vergleiche, da ist sehr, sehr viel passiert. Also das ist top und die Jugendhausmitarbeiter bieten mittlerweile auch Streetwork an. Es sind erreichbar, wenn
irgendwelche Probleme haben, um die zu beraten. Also da passiert schon sehr viel, das muss ich sagen, zu meinem Erfreuen. Also ich finde das gut, weil ich bin eben ja als Jugendlicher dort aufgewachsen und da gibt es dann halt nicht so viele in Calw. Mhm. Vor allem nicht, wenn man finanziell nicht so gut dasteht oder die Eltern nicht so gut dastehen. Ist natürlich ein Jugendangebot wichtig, dass sie da auch nicht abrutschen und irgendwelche Faxen machen. Ja, und letztendlich brauchen auch Gleichaltrige Räume, die sie gestalten können, die sie mitgestalten mhm. können, wo ihre Themen Platz haben. Genau, also ich würde es zum Beispiel auch sehr begrüßen, wenn Jugendliche wirklich, das gibt es in Calw, ich glaube in Alzenberg, da hat es der Bürgermeister veranlasst, dass sie da ihre kleine Hütte haben. Mhm. Einfach, wo sie sich ein bisschen treffen können und auch einfach mal die Musik lauter drehen können mhm. und einfach jung sein können, ohne dass es die Anwohner stört. Weil die Anwohner stört es immer, wenn da irgendwo Jugendliche sind, weil sie laut sind oder Müll machen, was auch immer, was sie natürlich alle, jeder selber in der Jugend gemacht hat. Aber die können halt auch nirgendwo anders hin, wie an diesen besagten Punkten. Und was für Möglichkeiten gäbe es? In Heumann zum Beispiel, da gibt es, wenn man ein bisschen weiter rausläuft, Richtung Abenteuerspielplatz, so eine kleine Hütte. Da könnten die sich schon treffen, aber das ist halt schon sehr viel Spaziergängerverkehr und so. Aber wenn man ein bisschen weiter rausläuft, also es ist dann so ein Feldweg und so, da gibt es genug Möglichkeiten, wo man eine kleine Holzhütte hinpflanzen könnte, wo die ja, unter sich sein können. Zum Beispiel, also ich bin ja in Calw in der Kernstadt aufgewachsen. Bei uns war damals das Problem, in der Innenstadt gab es ein Alkoholverbot. Mhm. Das heißt, Jugendlichen wurden immer weggejagt. Da mussten wir dann unter die Brücke gehen und da trinken. Aber das war auch ganz cool, weil wir dann damals einfach so Rap-Battles zum Beispiel veranstaltet haben. Also das war schon cool. Und dann sind wir dann später ins Jugendhaus weitergezogen, haben dann da unsere ersten Jams veranstaltet. Mhm. Und so kommt es eben auch, dass ich da mich für das Jugendhaus stark mache, dass es da Jugendangebote gibt. Und Räume, wo man sich entwickeln kann, ja, gegenseitig. Dass die, ja genau, dass die auch einfach mal ein Aufnahmestudio haben, wo die Mucke machen können oder andere Interessen. Und zum Beispiel, was ich auch begrüßen würde, wäre, oder was eine Idee wäre, wenn es so vom Jugendhaus eine kleine Werkstatt gäbe, wo jeder Jugendliche mal hingehen könnte und Sachen reparieren könnte oder mhm. einfach mal auch lernt, wie man mit Werkzeug, mit einem Gabelschlüssel oder mit der Säge umgeht zum Beispiel. Also Workshops oder sowas. Ja. Repair Café, wäre das etwas, was ja, es in Calw gibt? Gibt es nicht meines Wissens, mhm. aber das wäre zum Beispiel, das könnte man ja im Jugendhaus oder mit anderen Einrichtungen ganz bestimmt hinkriegen. Also wenn das jemand sieht vom Jugendhaus Calw, wenn euch die Idee gefällt, ihr dürft da gerne auf mich zukommen und vielleicht finden wir da eine Lösung, vielleicht noch mit anderen Akteuren bei uns in der Stadt. Ich würde mich sehr freuen. Ja, und ein Repair-Café wäre ja vielleicht auch für andere Altersklassen mhm. interessant und damit dann vielleicht auch eine Brücke mhm. über Generationen hinweg. Mhm. Denn wenn wir uns Ökologie angucken, Sachen zu kaufen, die man innerhalb von 2-3 Jahren dann anschließend wegwerfen muss, kann ja nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Mhm. Ist Ökologie ein Thema in Calw? Nachhaltigkeit? Ja, auf jeden Fall. Also unser Gemeinderatsmitglied Erhard Hoffmann, der ist morgen auch hier mhm. live zu sehen dann, der beschäftigt sich sehr stark mit den Themen. Zum Beispiel, wir haben im Gemeinderat, also man muss ja sagen, ich bin im Bezirksbeirat mhm. alleine und er sitzt im Gemeinderat alleine, also ohne Fraktion, ohne Unterstützung, konnten wir einen Antrag durchbringen, dass immerhin es einen Preis für naturnahe Gärten gibt. Mhm. So. Und also ich finde es sehr gut. Ich finde es auch gut, dass es ein Preis geworden ist und kein Verbot, weil ich glaube, dass man mit Verboten und Steuererhöhungen die Bevölkerung nicht dazu kriegt, sich für den Umweltschutz zu begeistern. Da ja. muss man andere Wege gehen, um da die Begeisterung zu wecken. Und vor allem, wir sind hier in Baden-Württemberg bei den Schwaben. Wenn man sagt, hey, wenn ihr nach dem Umweltschutz guckt, dann spart ihr auch. Dann kann das hier doch eigentlich nur gut laufen. Auf jeden Fall. Zumal das Image der Verbotspartei ja schon
eine andere Partei für sich adaptiert hat. Ich sehe, wir kriegen eine Frage aus dem Chat. Die Polizei ist, soll unseren Rechtsstaat vertreten und aufrechterhalten. Ja. Hört an dieser Stelle die Grenze von rechtem Staat auf? Wie steht es an anderen Rechtsorganen aus? MAD, Verfassungsschutz? Ja, da beim Verfassungsschutz zum Beispiel ist es ja auch das Problem, dass die kaum parlamentarisch kontrolliert werden. Das ist ja, das gehört auch alles dazu. Also, dass die natürlich auch parlamentarisch überwacht werden. Also, ich sage jetzt nur mal so ein paar Schlagworte: NSU, Anis Amri, da gab es ja Michel Kiesewetter und so. NSU Georg Maaßen. 2.0. Ja, genau. Also, da gibt es genug Beispiele. Also, ja. Das ist für mich reine Logik, dass, wenn ich will, dass die Polizei kontrolliert wird, parlamentarisch, also, oder dass die Ermittlungsbehörde parlamentarisch, parlamentarischer Kontrolle untersteht, das ist ja klar. Und es ist auch ein Unding, dass der Bundesverfassungsschutz und die Landesverfassungsämter keiner parlamentarischen Kontrolle unterstehen. Also das ist für mich rein logisch, dass die auch besser kontrolliert werden müssen und überhaupt kontrolliert werden müssen. Staat und, im Staate quasi. Ja, genau. Vor allem, wenn dann rauskommt, dass ein Herr Maaßen zur AfD sagt, wenn ihr das und das beachtet, dann überwachen wir euch nicht. Ja, genau, also so. Jetzt feiert sich die AfD ja, dass sie kein Prüffall ist. Wobei, wenn man sich das Ganze anguckt, dann hat das Gericht nicht gesagt, ihr seid kein Prüffall, sondern hat lediglich gesagt, es war noch geheim und man hätte da überhaupt noch gar nicht drüber reden dürfen, dass das quasi geleakt wurde. Ist das Eigentliche. Ich meine, wir sind uns wahrscheinlich relativ schnell einig, unabhängig davon, ob der Verfassungsschutz auf diese Partei aufmerksam guckt oder nicht, dass er eigentlich verboten gehört und in den Parlamenten nichts zu tun hat, ist, glaube ich, was, das wir beide unterschreiben können. Ja, würden, und oder? Vor allem, der Verfassungsschutz hat ja bis jetzt immer eher rechte Akteure gestärkt, wie die zu schwächen. Ja, also so, man braucht keinen Verfassungsschutz, um zu wissen, dass die AfD rechtsextrem ist. Und allgemein, also ich würde auch eher schauen, diese Inlandsgeheimdienste abzuschaffen und dass man da Beobachtungsstellen, die unter parlamentarischer Kontrolle stehen, einführt. Das wäre sinnvoller, weil da braucht man keine geheimdienstlichen Mittel, um zu erkennen, dass die AfD rechtsextrem ist. Und die Kontrolleure ordentlich kontrolliert. NSU. Hier wurde vertuscht, Akten geschreddert und geschwärzt. Nun sind die Akten für Jahrzehnte weggeschlossen. Aufklärung. Ist unser Staat auf dem rechten Auge blind? Ich glaube nicht, dass er auf dem rechten Auge blind ist. Ich glaube, das rechte Auge fehlt komplett. Also... Ja, oder schaut wohlwollend drauf. Ja. Ich meine, Hessen hat den NSU-Bericht für 120 Jahre gesperrt. Ich habe mir immer gedacht, wie kann es denn in einer Demokratie sein? Demokratie heißt, die Macht geht vom Volk aus und das Volk soll doch seine Vertreter wählen. Ja. Da muss das Volk doch auch wissen, was da vor sich geht. Da kann es doch nicht sein, dass Akten weggeschlossen oder geschwärzt werden bei so einem Interesse wie dem NSU, also es ist ja im breiten öffentlichen Interesse, da geht es ja jetzt nicht darum, dass irgendjemanden sein Häuschen verkauft und die Öffentlichkeit nicht wissen soll, was er daran verdient, sondern hier geht es um die öffentliche Sicherheit und um zu wissen, wer dahinter steckt. Also vielleicht geht in Hessen die Macht nicht vom Volke aus, sondern von Volker. Volker Bouffier, CDU möglicherweise. Ich habe mich immer gefragt, warum sich die US-Bürger das gefallen lassen. Da wird ihr US-Präsident erschossen und es gibt Filme, wo man sehen könnte, wer der Täter war. Und der Staat sagt, ach nee, das sperren wir mal, das können sich drei Generationen später die Leute dann mal zu Gemüte führen. Euch muss das nicht interessieren. Und ich dachte immer, warum lassen die das mit sich machen?
Und jetzt in Hessen, NSU-Bericht für 120 Jahre gesperrt, ist ja eigentlich die gleiche Frage. Ja. Warum lassen sich die Leute das gefallen? Ich frage mich auch vor allem, womit man sowas rechtfertigt und wie sowas überhaupt geht. Also warum kann man Akten für 120 Jahre sperren? Gibt es da nicht so eine Frist, dass man sagt, ja okay, wir machen jetzt mal 5 Jahre und nach 5 Jahren guckt man vielleicht mal, ob das noch berechtigt ist. Aber nicht mal sowas gibt es ja. Und dann kann man gleich von Anfang an sagen, Alter, ich habe da so scheiße gebaut. Du Martin, sperr das mal 120 Jahre und was danach ist. Mhm. Also das sind halt einfach, ich denke mal, also das sind natürlich nur Vermutungen, weil die Akten ja eben gesperrt sind, dass da halt politische Akteure sind, die dann halt nicht wollen, dass aufgedeckt wird, dass die halt da einfach gepennt haben, ihre Finger im Spiel haben oder was auch immer passiert ist. Zwei 90-Jährige sitzen vorm Scheidungsrichter und der Scheidungsrichter fragt so, warum wollen Sie sich mit 90 noch scheiden lassen? Meint sie, ach wissen Sie, wir wollten warten, bis die Kinder unter der Erde sind. Und ähnlich ist es mit diesen NSU-Geschichten vielleicht auch, wenn dann die Enkel derer, die da drin stehen könnten und geschwärzt sind, dann mal unterm Boden sind, dann darf auch die Bevölkerung wissen, was drin steht. Vor allem ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann niemanden mehr interessiert, relativ hoch. Und auch was NSU 2.0 betrifft, mehr als ein Schulterzucken gab es ja eigentlich nicht. Die Janine Wissler unter anderem und auch andere haben quasi nachweislich Probleme gekriegt, weil Menschen, die Polizisten sind, im PC geguckt haben, was wissen wir denn eigentlich und wo wohnen die streng geheim. Die haben dann Datenabfrage. Briefe gekriegt. Mit Daten, die eigentlich keiner haben darf und es passiert nicht mehr als Schulterzucken. Ja, und genau da ist wieder das Problem. Es gibt keine unabhängige Ermittlungsbehörde, die das aufklären könnte. Und die Staatsanwaltschaft stellt es natürlich ein, weil sie von den Ermittlungen der Polizei abhängig ist. Ja. Also wenn du ein Staatsanwalt bist, bist du natürlich auf die Arbeit der Polizei angewiesen. Dann willst du denen natürlich nicht ans Bein pissen. Und dann stellst du halt mal im Zweifel so ein Ermittlungsverfahren lieber ein. Mhm. Ja. Vor Jahren hatten wir Petra Pau hier bei uns im Landkreis zum Thema NSU. Und die sagte, die Bundeswehr, weil weiteres Organ, MAD wurde vorhin ja auch gefragt, die Bundeswehr weiß schon, wer von ihren Beschäftigten rechtslastige Tendenzen hat. Aber es führt halt nicht unbedingt dazu, dass die Bundeswehr sagt, ah nee, bei uns nicht, in unserem Sandkasten darfst du nicht spielen, sondern eher ist es so, dass die Bundeswehr in Anführungszeichen auf diese Menschen dann zukommt und sagt, deine Dienstzeit bei uns ist ja demnächst zu Ende, wie sieht's denn aus? Möchtest du nicht in irgendwelchen anderen Organisationen tätig werden? Stichwort Verfassungsschutz und andere. Das ist ja ein Stück weit, ja, weiterhin sehr gefährlich für alle und hat mit Rechtsstaatlichkeit erstmal nichts zu tun. Ja, aber also müssen wir jetzt keine Fälle bekannt, wo es vorgekommen ist. Deswegen möchte ich mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen oder was erzählen. Aber wenn das so ist, dann... Ich frage mich allgemein, wie sowas überhaupt sein kann. So da wird ein CDU-Politiker auf seiner Terrasse hingerichtet und die CDU guckt weiter zu und sogar die tut es ja noch weiter befeuern. Da wird Rassismus-Studie vom Horst Seehofer gestoppt zum Beispiel. Und ja, also, mich finden da gerade die Worte so. Ja, also, eigentlich unglaublich. Also, ne? Wenn einer von meinen Genossen auf seiner Terrasse abgeknallt wird von einem Rechtsradikalen, dann würde ich alles probieren und machen und tun, dass es aufgeklärt wird und dass sowas nicht nochmal vorkommt. Und die tun es noch weiter befeuern und lehnen sich zurück und tun die Hände auf den Schoß und ja, pff, ist halt so. Ja, wobei es Pendant ja im Prinzip ein Linksradikaler sein müsste, der deinen Genossen umbringt. So wie der Herr Lübcke war jetzt nicht unbedingt linksextrem. Ja, so. Ja, aber auch das Linksextreme, die schaden uns ja auch. So, das ist ja auch so eine Sache. Dass man Gewalt einfach hier in unserem Breitengraden kein legitimes Mittel ist, egal von wem das kommt. Also da darf man da auch keine Unterschiede machen und nichts, wie sagt man,
beschwichtigen oder relativieren. Wobei bei diesen G20-Gipfeln wurde ja durchaus auch der eine oder andere V-Mann eingesetzt. Und wenn ich rechte Strukturen unterstütze und gleichzeitig linke Strukturen delegitimiere, dann ist es ja eigentlich nur eine andere Seite von der gleichen Medaille. Das heißt, auch bei Stuttgart 21 gab es ja den einen oder anderen, der dann auch aufgefallen ist, weil er zum Beispiel dann eine Dienstwaffe auf Demonstrationen dabei hatte, die zumindest versucht hatten, den ganzen Widerstand um Stuttgart 21 in schlechtes Licht zu rücken. So. Von daher ist vielleicht nicht jeder Linksextremist. Auch ein Linksextremist. Ja, ja ganz klar. Genau. Klar, natürlich, aber es ist ja dann auch eben das Gleiche bei den Rechtsextremisten. Die haben ja dann auch V-Leute und so. Mhm. Aber auf jeden Fall, worum es geht, einfach, dass Gewalt kein legitimes Mittel ist. Wir brauchen hier in diesem Breitengraden-Bereich erreicht man sogar mit Gewalt eher das Gegenteil. So, ich muss ja immer schauen, was ist der Zweck, den ich erreichen will, also mein Ziel, und was ist mein Weg zum Ziel. Mhm. Da muss ich eben schauen, welche Wege zum Ziel bringen mich am schnellsten voran und welche Wege führen mich an meinem Ziel vorbei. Und Gewalt führt auf jeden Fall am Ziel vorbei. Da erreicht man das Gegenteil. Und das ist auch gut so, dass man mit Gewalt eben diese Ziele nicht erreicht. Da haben wir aus der Geschichte Gott sei Dank doch was gelernt. Deswegen riefen wir damals im Stuttgarter Schlossgarten, wir sind friedlich, was seid ihr? Mhm. Was hältst du von V-Leuten insgesamt? Schweres Thema. Insgesamt können V-Leute hilfreich sein. Zum Beispiel hätte man damals beim Fall Amis Amri auf dem Vormann vom NRW-Verfassungsschutz gehört, dann wäre es nicht so weit gekommen. Mhm. Andererseits, NSU zum Beispiel zeigt auch, dass dann eben die V-Männer nicht dem Verfassungsschutz dienen, sondern ihren rechten Kameraden. Und ich denke, da hängt es dann vom V-Mann zu V-Mann ab und wer diesen V-Mann sozusagen betreut und so weiter. Also da kann ich jetzt nicht so viel sagen. Und ich glaube, auch über die Schiene ganz viel Geld in diese Szene hineingepumpt wird. Mhm. Die Frage ist, ob es auch von anderen Politikern, also nicht nur Linke, Adressen gibt, die geleakt wurden. Und hat man das überhaupt festgestellt bislang? Adressen? Also ja. Vom NSU 2.0? Ja, oder so? Ganz genau. Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht auch der ein oder andere Grünpolitiker oder SPD-Politiker oder Gewerkschafter dabei war. Aber wissen tut... In den Medien war es, glaube ich, nicht, gell? Ich weiß es nicht, also... Okay. Ich könnte es mir vorstellen, aber nicht hundertprozentig sagen. Ja. Also wenn Sie zufällig Politikerin einer Partei sind, die nicht die Linke ist und Ihre Adresse bei NSU 2.0 geleakt wurde, sagen Sie uns gerne Bescheid. Wir würden das dann quasi in den Subtext mit aufnehmen. Aber Spaß beiseite, letztendlich sitzen wir doch auf einem riesengroßen Pulverfass. Nordkreuz lässt grüßen und andere rechte Strukturen bis hin, dass sie einen Putsch planen mitten in Europa. Das ist ja auch gefährlich für alle anderen Länder drumherum. Oder eben auch nicht, wenn wir uns Entwicklungen angucken, wie in Ungarn, in Polen, in der Türkei, wo es durchaus ja rechte Strömungen gibt, bis hin, dass die Menschen mit diesen rechten Strömungen, die hier wohnen, sich auch organisieren und in dem einen oder anderen Betrieb der rechtslastige Kollege, der quasi Bio-Deutscher ist und rechtslastige Migranten, die zum Beispiel zu den Grauen Wölfen gehören, eigentlich eine größere Schnittmenge haben als so manch anderer, der dort arbeitet. Ja, also die Gefahr von rechts, die ist präsent und das war auch so einer der Punkte, warum ich dann auch zu Linken beigetreten bin, weil das auch einfach immer offener
kommt es jetzt nicht nur mehr so am Stammtisch, wenn die ein, zwei Bier zu viel hatten, dass sie da ein paar ausländische Sprüche bringen, sondern das ist auch, wenn man nur mal auf Facebook guckt, in die Kommentarspalten, das wird ja immer schlimmer. Und ich glaube, was die Leute nicht begreifen ist, heute sind es dann vielleicht nur die Linken und neuen Migranten, die dann ausgegrenzt werden oder mundtot gemacht werden oder was man sich da auch immer vorstellen kann. Aber übermorgen oder morgen ist es dann jeder andere, der dann was gegen diese Partei sagt. Das ist, glaube ich, den Leuten nicht so bewusst. Die denken sich halt, ja, rechtsextrem ist ja nicht so schlimm, aber dass Rechte einfach alle ausschließen, die nicht so sind wie sie oder eine andere Meinung haben, das ist denen nicht so bewusst, glaube ich, die da mit denen sympathisieren. Ja. Ich finde ja auch eine Reportage eines privaten Senders hat das ja letztes Jahr sehr gut aufgedeckt von dem Fraktionsvizesprecher oder Sprecher damals von der AfD, dass sich ja dann mit der YouTuberin da getroffen hat und dann eben gesagt hat, ja, wenn es Deutschland schlecht geht, geht es der AfD gut. Wir müssen gucken, dass wir hier mehr Ausländer herholen und danach kann man die ja immer noch vergasen und erschießen. Mhm. So. Das sagt doch schon alles so. Und das ist ja jetzt nicht irgendein Hans Wurst in irgendeinem Kreisverband, der total unbedeutend ist, sondern der saß im Bundestag und hatte da was zu sagen in der Fraktion. Also, ja. Und bei der AfD sind es ja auch alle zwei Wochen, kommt da doch irgendwas raus, wo sie ihr wahres Gesicht zeigen. Genau, also, Und trotzdem führt es ja nicht dazu, dass sich ganz viele Menschen, die sich schamhaft gewählt haben, schamhaft abwenden, sondern obwohl quasi die Polizei Landtagsabgeordnete aus dem Landtag entfernen muss, stehen sie ja trotzdem bei ungefähr 10% oder 12% gerade. Wird es noch eine Weile dauern, bis die Ewiggestrigen nicht mehr Ewiggestrige wählen? Also wird es die Zeit heilen? Oder brauchst noch viel mehr Schulterschluss aller Menschen, die demokratisch sind und die sagen, wir machen das nicht mit? Das Erfreuliche ist ja jetzt erstmal, wie viel Prozent hatten die AfD im Landtag? 12, 13, 14? Sagen wir jetzt mal zwischen 10% und 15%. Mhm. Also das heißt, zwischen 85% und 90% wählen nicht AfD. Das ist so. Das ist ja doch eigentlich schon mal eine ganz gute Nachricht. Und die AfD verliert ja auch an Zustimmung. Das ist auch gut. Und ich glaube auch, ein Teil der AfD-Wähler will noch die AfD weiterhin, weil sie nicht sich selber nicht eingestehen können, dass sie im Unrecht sind. Glaube ich auch. Das ist auch dann so ein Ding, was noch dazu kommt. Aber ob das jetzt in Zukunft gesehen besser wird oder schlechter, das kommt auch drauf an, wie wir uns als Linke verhalten und wie glaubwürdig wir mit unserer Politik sind. Also es ist von uns abhängig, ja, ob wir den Rechtsruck aufhalten können oder nicht. Und da sehe ich eigentlich, also wenn ich mir jetzt auch angucke, wer bei uns so kandidiert und ich so alles schon kennengelernt habe, sieht es eigentlich ganz gut aus. Mit einer guten Politik für die Masse der Bevölkerung, auf das dann letztendlich die Sicherheit steigt und nicht bloß das Sicherheitsbedürfnis und der Überwachungsstaat, indem man mit seinem Geld wieder über die Runden kommt und bezahlbaren Wohnraum hat. Meinst du das mit linker Politik? Ja, genau. Also ich versuche es mal so zu erklären. So. Mhm. Ein Grund, warum die AfD so stark geworden ist, ist ja auch, weil sie von der SPD und von den Grünen enttäuscht worden sind. Die SPD war ja damals die Partei, die für soziale Gerechtigkeit stand. Aber dann kam Gerhard Schröder, Agenda 2010, Hartz IV, Leiharbeit und. Da haben die natürlich nicht mal der SPD vertraut und der Sozialpolitik. Da sind wir aber dann, aus der Agenda 2010 sind ja auch wir entstanden, Gregor Gysi, Oskar Lafontaine, damals Finanzminister, hat ja gesagt, ich mache den Scheiß nicht mit, sage ich jetzt mal so salopp. Ich mache mein eigenes Ding,
Dann gab es die WASG, also Wahlalternative Soziale Gerechtigkeit, die sich dann mit der PDS zusammengeschlossen hat, zur Linken. Und wir haben den entscheidenden Vorteil zur SPD ist, dass wir nicht käuflich sind. Das war auch ein Grund, warum ich zur Linken gegangen bin. Wir sind die einzige Partei, die unbestechlich ist. Deswegen glaube ich, dass wir da bessere Alternative sind zu allen anderen Parteien und dass wir da eben dann auch glaubhaftig das vertreten können, um damit den Rechtsruck aufzuhalten. Ja, weil wir authentisch sind und uns nicht kaufen lassen, sondern letztendlich für die Bürgerinnen und Bürger einstehen. Ich glaube, bei den Kommunalwahlen 2019 hat sich ja auch gezeigt, dass dort, wo wir mit am Tisch sitzen, wir gute Politik machen und wir haben ein Drittel mehr Mandate bekommen in den Kommunalwahlen. Der Kollege, der morgen Abend kommt, der im Landkreis, im Wahlkreis Calw kandidiert, ist neu als Einzelstadtrat, weil letztendlich ganz viel vor Ort man der Linken eine Chance gibt. Und deswegen hoffe ich ein Stück weit auch, dass es mit dem Landtag klappt, auf dass wir auch dort gut arbeiten können. Die nächste Frage kommt. So, wie seht ihr die Verschärfung der Polizeigesetze? Schlecht, schlecht, richtig schlecht. Die müssen, als es auch auf, eins meiner Forderungen, also alles, was so Polizeiaufgabengesetze, unabhängige Justiz und so. Und bei den Polizeiaufgabengesetzen, da ist das Problem vor allem zwei Wörter. Einmal der Gefährderbegriff. Und der Begriff gefährliche Orte. Die werden in keinem Gesetz genau beschrieben und die finden aber im polizeilichen Alltag oft statt. Aber die sind in keinem Gesetz genau beschrieben. Und es ist eben das Problem, jeder, der irgendwie dann gefährlich ist, verdächtig ist, könnte ja ein Gefährder sein. Und bei den Gefährdern darf die Polizei eben alle möglichen Maßnahmen anwenden ohne richterlichen Beschluss, also zum Beispiel 2 Wochen einsperren und so. In Bayern ist sogar rein theoretisch die Unendlichkeitshaft, Staatstrojaner aufspielen, was auch sehr problematisch ist, weil die Staatstrojaner, die benutzen ja Sicherheitslücken in der Software. Und das heißt, wenn der Staat die Sicherheitslücken ausnutzen kann und es dem Betreiber nicht mitteilt, dass es da diese Sicherheitslücken gibt, dann können das auch Kriminelle diese Sicherheitslücken ausnutzen. Und ich glaube jetzt sogar, so wie ich halt das sehe mit der Digitalisierung, wie weit fortgeschritten wir da sind, dass da die Kriminellen eher sogar schneller sind und die Sicherheitslücken schneller finden wie die Polizei. Ja. Und dass sie dann halt auch unnötig ewig lang offen sind. Oder letztendlich der Staat guckt, dass es diese Sicherheitslücken überhaupt gibt, durch die man einfallen kann. Das wäre ja der Umkehrschluss. Wir haben als Baden-Württemberg mittlerweile das zweitschärfste Polizeiaufgabengesetz in der Bundesrepublik. Ja. Und meine Antwort auf die Frage ist, wir müssen das auf jeden Fall novellieren und aus Bürgerinnen und Bürgern wieder Bürgerinnen und Bürger machen und eben keine potenziellen Intensivstraftäter. Ja, also drinnen. Das nächste ist ja auch diese sogenannte Schleierverhandlung. Also das heißt, 30 Kilometer hinter der Grenze darf jeder anlasslos ohne Verdachtsgrund kontrolliert werden. Das gilt aber auch durch die neuen Polizeiaufgabengesetze für gefährliche Orte. Aber du kannst nirgendwo nachschauen, ob das denn ein gefährlicher Ort ist, an dem du dich aufhältst und so. Also mit anderen Worten, ist bestimmt dann auch die Polizei, was ein gefährlicher Ort ist und was nicht. Ja. Ich glaube, wir nähern uns dem Ende. Thomas hat schon angesprochen, als kleine Parteien, die keine Spenden aus der Wirtschaft nimmt, sind wir ein Stück weit darauf angewiesen, unterstützt zu werden, mit der Hand am Arm und tätiger Mithilfe. Sympathisantinnen und Aktive, meldet euch, kommt zu uns, macht mit. Gerne auch, denkt über eine Mitgliedschaft nach, tretet der Linken bei, wir können euch gut gebrauchen. Für 1,50 im Monat könnt ihr schon Mitglied sein. Ja. Und wer ein bisschen mehr hat, darf es auch gerne spenden. Es ist gut bei euch, bei uns aufgehoben.
Wir können uns einbringen und wenn wir dann im Landtag sind, werden erstens die finanziellen Spielräume für die Partei größer und zweitens können wir uns natürlich noch besser einsetzen. Außerparlamentarische Opposition und auf der Straße Sachen zum Thema machen, ist auf jeden Fall gut, aber parlamentarisch bei Gesetzen mitschreiben, kleine Anfragen stellen, den anderen ein bisschen auf die Finger sehen und hauen können, kann auf jeden Fall kein Fehler sein. In Umfragen stehen wir gerade bei 4%. Das heißt, das 1% werden wir auch noch hinbekommen mit ein bisschen guten Willen und dann kriegt Baden-Württemberg eine sozialere Ausstrahlung und die Gesetze werden hoffentlich dann wieder für die Menschen da sein und nicht die Menschen für die Gesetze. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Herzliche Grüße nach Calw, Kehl, in den Rest von Esslingen und bis zum nächsten Mal. Soll ich dir nochmal nachschenken? Ja. Einen Begriff habe ich vergessen. Ja. Bestimmtheitsbegriff. Das ist mir vorher nicht eingefallen. Okay. Was Bestimmtheitsbegriff? Ich glaube, also das ist der Begriff, wenn eben was nicht rechtssicher formuliert ist, wie zum Beispiel der Gefährderbegriff oder der Begriff gefährliche Orte. Und das ist juristisch und rechtsstaatlich sehr, sehr vage. Also